Gibt es überhaupt negativ schlechten Charme? Ist Charme nicht eine gute Eigenschaft? Es ist interessant, der Adab der Sahaba mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall wird in einem Hadith überliefert, dass einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Anwesenheit der Tabi'un über ein Hadith sprach, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Haya'u shu'batun min al-Iman, oder kama qal. Al-Haya'u min al-Iman. Der Haya, der Scham, ist vom Iman. Und, oder er sagt in einem anderen Hadith: Der Haya, der Scham, die Scham heißt es, ne? Die Scham. Naja, wie dem auch sei, kommt nur mit Khair, bringt nur Gutes. Daraufhin sagte ein Mann der Anwesenden: Das, was er sagt, stimmt schon, inhaltlich betrachtet stimmt es. Aber weil es äußerlich betrachtet den Anschein macht, dass er einen Einwand erhebt gegen den Hadith, hat der Sahabi, der diesen Hadith berichtet, hat diesen Mann sehr energisch gescholten. Der Mann sagte nämlich sowas wie: Es gibt aber Formen des Schames, die eine Art, wie soll man sagen, eine Art Feigheit darstellen. Manche Menschen halten sich zurück, das Rechte zu sagen, das Rechte zu tun, aus Scham. Ich nenne es mal Scham. Stimmt das oder nicht? Gibt es nicht die Situation, wo der Mensch manchmal, er weiß eigentlich, hätte er hier was tun sollen, was sagen sollen, was machen sollen, aber er hat sich geschämt und er lässt es dann. Ist das gut? Ja, ich rede nicht von gesellschaftlichen Kleinigkeiten und Banalitäten. Ich rede, beispielsweise geht es um ganz ernste Dinge. Und aus Scham schweigt er beispielsweise. Oder macht mit. Ist das gut? Das hat der Mann gemeint. Und das ist Tatsache. Aber der Ausdruck, wie er das ausgedrückt hat, macht den Anschein davon, dass er diesem Hadith Einwände dagegen hat. Er hat energisch gescholten und hat ihm gesagt: Ich sage dir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Haya bringt nur Gutes und du sagst, was du sagst. Du kannst das sagen, drück es aber auf eine andere Art und Weise aus. Denn Feigheit wird nur im übertragenen Sinne Scham bezeichnet. Wenn im Hadith vom Scham die Rede ist oder von der Scham, dann ist damit eine ganz bestimmte Art von Scham gemeint. Nicht die Feigheit und derartige.